So, sehr verehrter Herr Vizepräsident, sehr verehrte Damen und Herren des Hohen Hauses. Unser Antrag Bayerischer Krisenvorsorgegipfel Wirtschaft wird wahrscheinlich heute auch wieder wie meistens nicht angenommen, aber ich werde mich sicherlich freuen, wenn er Wirkung zeigt. Ich werde es jetzt auch entsprechend begründen, warum aus unserer Sicht das zwingend notwendig ist. Normalerweise ist es ja so, dass die Regierung sicherlich Gespräche führt mit allen möglichen Wirtschaftsbereichen. Aber ich meine, dass doch gewisse Bereiche etwas zu kurz kommen. Gerade hinsichtlich dieser wirtschaftlichen Krise und auch die Erkenntnisse aus dem Lockdown hier entscheidend sind. Wie ist die Lage? Wir haben den schärfsten Wirtschaftseinbruch in der Bundesrepublik, -6,8%. Der Konsum, private Kaufkraft, -13% zurückgeworfen worden. Und da sagt das IFW-Institut in Kiel, anschieben muss man den Konsum nicht. Es reicht, dass sich die Bremsen Corona-Einschränkungen lösen. 21% der deutschen Unternehmen sagen, Beeinträchtigungen durch Corona seien existenzbedrohend. Im Export haben wir einen gewaltigen Rückgang von 12,5% prognostiziert, wieder vom IFW-Institut in Kiel. Beim Arbeitsmarkt, wissen Sie alle, steigt die Arbeitslosenquote prognostiziert auf 6,1% vor 5%. Die Corona-Pandemie reißt die größten Löcher in die Öffentlichkeit als je eine Krise zuvor in der Nachkriegszeit. 192 Milliarden Euro. Wenn man das alles betrachtet, dann verfehlt das Konjunkturpaket den beabsichtigten Stabilisierungserfolg aus unserer Sicht, weil es die heimische Massenkaufkraft stärken will, das Problem aber auf der Unternehmerseite in der niedrigen Exportnachfrage und den Corona-Einschränkungen liegt. Durch die Corona-Rettungsmaßnahmen der EU und EZB wird sich die Zentralbankmenge im Euroraum vervierfachen. Die Corona-Krise ist eine Krise im Gesundheitssystem, also sprich in der Vorsorge. Sie ist in der Krise in der Wirtschaft national. Sie ist eine Krise der Wirtschaft und der Finanzindustrie bzw. der ganzen Finanzgeflechte international. Dies hat gestern auch in einer Buchvorstellung Herr Walter Kohl im TV schön treffend formuliert. Fassen wir zusammen, eine überhöhte Verschuldung in Deutschland und Euroraum wird kommen, die lockere EZB-Politik vermindert Anreize, die lockere EZB-Politik führt mittelfristig wieder zu Inflation und bei einer Stagnation des Wachstums zu einer Stagflation. Mittelfristig sind die niedrigen Rohmaterialpreise und höhere Schulden würden zu wirtschaftlichen Problemen in Entwicklungs- und Schwellenländern führen, was wiederum auf den Export einwirken kann. Aber das größte Problem, das es mit den Wirtschaftsverbänden zu diskutieren gibt, ist diese Unsicherheit. Wenn ich lese, dass mein Kollege auf der Wiesn, den ich sehr gut kenne, Georg Heide, das Wiesnzelt zurückgibt, weil er Angst hat, dass es wieder einen Lockdown gibt mit allen Konsequenzen. Wenn ich lese gestern, dass die Münchner Sozialreferentin, die sicherlich nicht im konservativen Milieu zu Hause ist, Angst hat, aber zu Recht Angst hat, dass 400.000 Mieter unschuldig in die Mietschuldenfalle kommen, dann ist es dringend notwendig, dass auch hier mit Haus- und Grundbesitzerverein genauso wie mit dem Mieterverein Gespräche geführt werden. Und wir freuen uns, wenn da Anstöße dazu kommen aus der Staatsregierung. Wir wollen das Thema hiermit thematisieren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.